Jawoll, ordentliche Flamme hier. Jetzt Mitglied werden für nur 99 Cent und exklusive Vorteile genießen. Thank you very much, brother. Hey Bella, meine Süße, ich bin wieder da. Mensch, hab ich dich vermisst. Oh. Und dich hab ich natürlich auch vermisst, Johnny. Oh, du bist so müde, hä? Na, dann schlaf mal weiter, mein Kleiner. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. So, Videos drehen habe ich schon ein bisschen vermisst. Letztens bin ich mal so durch die ganzen Kommentare gegangen und sehr viele von euch wünschen sich ein Video mit dem neuen Schmelzofen. Übermorgen, also Donnerstag um 15.45 Uhr wird es kommen. Hab mir da auf jeden Fall was ganz Besonderes einfallen lassen. Also übermorgen, ihr wisst Bescheid. Boah, bin noch ein bisschen müde. Deswegen lassen wir es heute mal ein bisschen langsamer angehen. Heute zeige ich euch nämlich ein paar Feuerzeuge. Das wird jetzt aber keine Feuerzeugsammlung, sondern heute zeige ich euch mal Feuerzeuge, mit denen ihr sehr gut euer Feuerwerk anzünden könnt. Aber es ist auch das ein oder andere besondere Feuerzeug dabei, würde ich mal sagen. Bevor es mit dem ersten Feuerzeug losgeht, eine kurze Frage. Habt ihr weiterhin noch Lust auf Feuerzeugvideos, Feuerzeugsammlung? Dann lasst mal einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Lust mehr habt auf das Format, dann lasst gerne einen Daumen runter da. Und ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr und hier auf Johnny Hunt gibt es die besten Experimente. Fangen wir an mit dem ersten Feuerzeug. Feuerzeug! Feuerzeug! Die beiden Feuerzeuge hier waren meine Standardfeuerzeuge zum Feuerwerk anzünden, aber leider funktionieren die nicht mehr. Die sind mir einfach in so eine Pfütze gefallen bei den letzten Feuerwerk-Videodrehs. Also geht hier nicht mehr an. Gar keine Chance, aber im Großen und Ganzen gefallen mir diese Jet-Feuerzeuge oder hier so ein großer Brenner am besten. Damit könnt ihr euch am besten auch euer Feuerwerk anzünden. Früher habe ich hier sowas benutzt, aber das hier ist überhaupt nicht gut. Erstens, nach einer Zeit wird euch der Daumen ganz schön wehtun, weil ihr rubbelt euch hier einfach wund. Wisst ihr, wie ich meine? Ansonsten, wenn es windig ist oder so, dann macht ihr das Ding an, kommt so ein Windstoß und dann ist die Flamme weg. Und generell kann man mit der Flamme, da die nicht so heiß ist wie so eine Jetflamme, das Feuerwerk nicht ganz so gut anzünden. Und deswegen kann ich euch sowas für Silvester überhaupt nicht empfehlen. Was ein bisschen besser ist als dieses Feuerzeug hier, ist auf jeden Fall dieses Feuerzeug mit dem elektrischen Zünder. Da wird euer Daumen nicht so wund, aber hier ist auch das gleiche Problem. Kommt ein Windstoß, geht das Ding aus und das war's. Also was ich euch empfehlen kann, sind auf jeden Fall hier immer solche Jet-Feuerzeuge. Da werde ich euch jetzt mal einige vorstellen. Ich habe mir auch ein paar neue bestellt. Links dazu sind unten in der Beschreibung, aber ich verlinke euch nur die, die ich euch auch persönlich empfehlen werde. Also so ein Teil kostet nur 50 Cent, vielleicht auch 1 Euro. Machen wir es mal an. Die Flamme ist jetzt nicht ganz so groß. Aber das Ding, das knallt auf jeden Fall rein und im Großen und Ganzen kann man damit schon gut Feuerwerk anzünden. Aber was mir bei diesen Dingern hier nicht gefällt, wenn die hier so einen Deckel haben, so eine Klappe haben, ist dieser Deckel hier manchmal im Weg. Was man jetzt hier machen kann, ist auf jeden Fall, man reißt den Deckel hier einfach ab. Boah, ist aber ganz schön zerfetzt jetzt hier. Und dann ist der Deckel hier nicht mehr im Weg. Und dann habt ihr nicht mehr das Problem, dass der hier irgendwie im Weg sein könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Also dieses Feuerzeug ist auch doch gar nicht so schlecht, wenn man das hier so ein bisschen bearbeitet. Also ja, auf jeden Fall gibt es von diesem Jet-Feuerzeug auch verschiedene Ausführungen, wie beispielsweise das jetzt. Und hier kann man den Deckel auch einfach abbrechen, glaube ich. Ich versuch's mal. Oh, es klappt. Das funktioniert. Aber wie ihr sehen könnt, die Flamme, die ist jetzt hier nicht ganz so groß. Man kann da auch nichts mehr umstellen bei diesem Teil hier beispielsweise. Also das ist echt so das günstigste Sturmfeuerzeug oder Feuerzeug mit Jetflamme nennt sich das, ne? Wie ein Düsenjet. Okay, machen wir weiter. Als nächstes habe ich hier so ein Vierer-Set. Diese Feuerzeuge sind auch wirklich sehr günstig. 50 Cent kostet da ein Stück, glaube ich. Gibt es auch ganz oft mal im Supermarkt. Color Flame nennen die sich. Die nennen sich so, weil die haben alle eine verschiedene Flammenfarbe. Schaut euch das mal an. Wir haben hier zum Beispiel grün. Okay, man muss ein bisschen warten, dann wird es grün. Jetzt kann man es ganz gut sehen. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Dann haben wir hier rot. Muss man auch ein bisschen warten. Kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen, aber man sieht es, denke ich mal. Hier haben wir blau. Also blau ist ganz gängig, ganz normal. Und dann haben wir hier einmal gelb. Okay, ist jetzt so ein rot-gelb. Aber finde ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geil. Und wie gesagt, hier drücken, kein Problem.
ist so das günstigste Feuerzeug mit Jetflamme, was ihr bekommen könnt. Dann habe ich hier nochmal so zwei andere, die benutze ich auch ganz gerne. Das hier zum einen hat aber auch nur wirklich eine ganz kleine Flamme. Und dann dieses hier, das gefällt mir, weil es halt so stabil ist, wenn es mal runterfällt oder sowas, da passiert nichts, geht nicht so schnell kaputt. Auch wenn es in eine Pfütze fällt, ist mir auch schon passiert, dadurch, dass es den Deckel hat, hat es überlebt, aber hier auch das gleiche Problem, der Deckel ist hier halt im Weg, ne? Und dadurch, dass es hier ein bisschen stabiler ist, ein bisschen hochwertiger ist, will ich den hier auch auf jeden Fall nicht abbrechen. So, als nächstes habe ich hier so ein Jetfeuerzeug, das hier hat auch den Deckel. Aber hier ist der Deckel auch besonders störend. Kann ich euch gar nicht empfehlen zum Anzünden. Aber es sieht halt cool aus. Schaut euch das an. Hier so ein kleiner Saphirstein drin oder sowas in der Art. Ansonsten sieht es einfach cool aus. Man hat hier noch eine Uhr drauf, die nicht mehr tickt. Oh doch, die tickt sogar noch. Wenn man das aufmacht, ist es bunt. Aber wenn man die ganze Zeit damit seine Bälle anzündet, sein Feuerwerk anzündet, irgendwann nervt das hier halt richtig mit dem Deckel. Also kann ich euch eher nicht so empfehlen. Dann war ich hier im Globus unterwegs, habe mir nochmal so ein Jetflammenfeuerzeug gekauft. Und dieses Teil, es funktioniert einfach noch nicht mal. Nach 100 Mal drücken geht es vielleicht einmal an, aber ansonsten, es funktioniert einfach nicht. Das Teil hat 5 Euro gekostet. 5 Euro für ein Feuerzeug, das noch nicht mal geht. Aber auch so, es ist sehr unhandlich. Es gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn ihr euch so einen Brenner hier holt, passt auf, dass ihr euch was Ordentliches holt und nicht so ein Schrottding. Was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, sind auf jeden Fall diese Brenner hier. Die kann ich euch echt empfehlen. Die sind klein, die sind handlich. Hier hat man auch so einen Deckel. Also wenn ihr schön immer den Deckel drauf macht und das fällt euch mal in eine Pfütze oder sowas, passiert da auch nichts. Und ansonsten, die haben auch schon eine etwas größere Flamme, wie man hier sehen kann. Also mit solchen Brennern könnt ihr euch euer Feuerzeug wirklich sehr, sehr gut anmachen. Kann ich euch echt nur empfehlen. Sehr günstig, praktisch. Die sind einfach beste, weil die eben so klein sind. Wenn ihr mal ein bisschen mehr Platz habt, kann ich euch dann so einen großen Brenner empfehlen. Oder ihr holt euch einfach direkt so ein Teil. Also das Ding geht auch ordentlich ab. Das hat eine Mega-Flamme. Schaut euch das mal an. Hier könnt ihr auch die Flamme einfach größer machen noch. Oder auch kleiner. Bis ganz aus. Mit so einem dicken Brenner könnt ihr wirklich alles anzünden. Ist auch momentan mein Lieblingsbrenner. Also funktioniert bei dem stärksten Wind, bei Regen, bei allem. Man kann hier die Flamme umstellen, wie ihr sehen konntet. Und ansonsten kann man das Ding hier einfach drehen, sichern. Und ihr könnt damit auch sehr viel auf einmal anzünden. Das ist auch echt ziemlich praktisch. Also das Ding hat auch hier einen ordentlichen Tank, ne? Da ist viel Gas drin. Das Ding ist mega geil, kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr keinen Brenner benutzen wollt, falls euch das nicht gefällt, was auch immer, kann ich euch sowas hier auch empfehlen. Das ist aber wirklich Geschmackssache, ist ein USB-Feuerzeug. Und ich dachte eigentlich immer, wenn man damit ein paar Böll anzündet, dass das hier irgendwie diese Kontakte, dass die irgendwann kaputt gehen. Aber ich habe damit schon wirklich sehr viel angezündet und es funktioniert immer noch. Ich glaube, hier liegt es auch daran, ob man sich was Hochwertiges kauft oder was Günstiges. Beim Günstigen würde das bestimmt kaputt gehen. Das hier hat jetzt 20 Euro gekostet, aber dafür ist es echt ein schickes Feuerzeug. Lädt man einfach mit Strom auf per USB-Kabel und dann könnt ihr hiermit eure Feuerzeuge anzünden. So, kommen wir jetzt mal zu den besonderen Feuerzeugen. Ich habe euch mal sowas zugelegt. Das Ding wird laut Verpackung bis zu 1300 Grad heiß. Ist auch so eine Art Brenner. Hier sieht man auch, dass man da irgendwas ja, zum Schmelzen bringen kann oder so in der Art. Schaut euch das an. Der geht so hier an. Kommt auch eine schöne Flamme raus. Das Feuerzeug hat hier auf jeden Fall so ein Rädchen, da könnt ihr die Flamme stärker stellen oder halt schwächer stellen. Ansonsten ist das hier auch ziemlich gut. Es liegt halt ganz anders in der Hand als so ein Brenner, also man kann damit auch ziemlich gut Sachen anzünden. Und ihr macht das an, legt hier den Hebel um und dann brennt das die ganze Zeit. Das bedeutet, ihr könntet damit jetzt irgendwie was zum Schmelzen bringen. Hoppla, jetzt ist es ausgegangen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen und den Hebel wieder umlegen. Sonst hört es gar nicht mehr auf. Also, einfach anmachen, Hebel nach links umlegen, dann brennt es die ganze Zeit und ihr könnt damit so viele Böller anzünden, wie ihr wollt, nacheinander. Auf jeden Fall auch eine geile Sache. Hat, glaube ich, auch sowas um die 10 Euro gekostet. Wenn man das hier ausmacht, muss man ein bisschen warten, bis es ausgeht. Ist halt mal was anderes, aber wenn ich ehrlich bin, gefällt mir hier der Brenner viel, viel besser. Also kauft euch lieber so einen richtig dicken Brenner hier. Kommen wir zum nächsten besonderen Feuerzeug.
hier in einer schönen Verpackung. Und zwar ist das so ein, ich weiß gar nicht, wie man das Teil nennt, aber so eine Art Kerzenanzünder-Feuerzeug. Aber das hat hier keine ganz normale Flamme, sondern auch so eine schöne Jetflamme. Das finde ich auch ziemlich geil, weil es eben so elastisch ist. Man kann es hier verbiegen, wie man will, wie man Lust und Laune hat, in allen möglichen Winkeln hinstellen. Und man ist hier immer sehr weit von der Zündschnur entfernt, wenn man damit sein Feuerwerk anzündet. Ich dachte, ich habe mich versprochen, aber nein. Das Teil liegt auch wirklich gut in der Hand. Und die Flamme, die ist auf jeden Fall ordentlich. Damit kriegt man alles an. Also ich werde das jetzt nicht für Feuerwerk benutzen, sondern eher um Kerzen damit anzuzünden. Manchmal kommt man da auch so schlecht dran. Oder um den Ofen anzuzünden. Dafür habe ich mir das geholt. Aber ich wusste gar nicht, dass es solche komischen Feuerzeuge mit Jetflamme gibt. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und das gefällt mir. Okay, Freunde, jetzt kommen wir zum Highlight für heute. Ich habe mir nämlich einen richtig dicken Brenner bestellt. Oh, ich glaube, der hat 20 Euro oder sowas gekostet. Mein teuerster Brenner überhaupt. Ihr könnt es hier schon sehen. Sehr schöne Verpackung. Dann haben wir hier eine Karte und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal so ein Teil. Keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Ich würde mal sagen, das ist ein Luxusbrenner. Schaut euch das mal an, ey. Sieht auf jeden Fall qualitativ hochwertig aus. Hier hat man so einen Schalter. Der funktioniert auch reibungslos. Da ist das Ding auf jeden Fall gesichert oder entsichert. Ansonsten, aufgefüllt habe ich das schon. Schaut euch das mal an. Sieht hier einfach aus wie so ein kleiner Schalldämpfer. Hier kann man die Flamme auch nochmal verstärken und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, wir stellen hier erstmal ein bisschen niedriger. So, und machen das Teil mal an. Und mal schauen, wie gut das funktioniert. Oh, jawohl. Das funktioniert sehr gut. Jetzt stellen wir mal die richtig dicke Flamme an hier. Und... Wow. Jawohl, ordentliche Flamme hier. Und wenn man Sicherung reinmacht, funktioniert das Teil auch nicht mehr. Ey, die Flamme gefällt mir, man kann noch stärker machen. Alter, das ist ein ganzer Gasbrenner. Schaut euch das mal an. Das ist echt eine Monsterflamme. Und das Ding liegt auch richtig gut in der Hand. Also wie gesagt, der hier hat 11 oder 13 Euro gekostet. Der hier noch ein bisschen teurer. Sieht auf jeden Fall auch ein bisschen edler aus und fühlt sich auch etwas besser an. Also ein bisschen merkt man den Preisunterschied, aber jetzt nicht so sehr. Aber das hier sind definitiv meine Lieblingsfeuerzeuge, falls man das noch Feuerzeug nennen kann, um Silvesterfeuerwerk anzuzünden. Also nochmal ein ganz kurzes Abschlussfazit. Falls ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, kauft euch hier so einen Brenner. Falls ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, kauft euch hier so einen großen Brenner. Und falls ihr so über 10 Euro ausgeben wollt, dann kauft euch hier direkt so einen automatischen Gasbrenner hier. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, meiner Meinung nach. Das war's, Freunde. Ich hoffe, die Feuerzeuge haben euch gefallen. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gemerkt, dass ich noch ziemlich müde bin. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns übermorgen. Ich habe euch lieb. Euer Johnny und Peace.